steht nicht da. Schade. Mal wieder ein bisschen speichern. Ey, 50 Taler. Ich bin voll reich. So, dann fangen wir mal an. Ach nee, erst die Regeln, dann darf ich. Ich kenne die Regeln schon. Ist das nicht der Schiedsrichter? Na gut, dann höre ich mir mal die Regeln an. Bla bla bla. Ich lese das jetzt nicht vor. Man hat Kugeln. Wenn man getroffen wird, verliert man. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Kugeln übrig hat. Die Kugeln kann man dann auch immer aufsammeln, wenn du verloren hast. Oh, ich darf gleich gegen Heiner. Oh Mann, der arme Kerl. Dann mal los. Immer kräftig draufknüppeln. Hey, tut mir leid wegen gestern. Was? Das beschäftigt dich noch? Du musst lernen, sowas zu vergessen. Mir geht eben so viel durch den Kopf. Entschuldige. Warte, warum entschuldige ich mich denn jetzt? Unser erstes Match der heutigen Endrunde findet zwischen Roxas und seinem besten Freund Heiner statt. Und los! Hier wird's auch nochmal erklärt, es ist wunderbar. Immer schön viele Kugeln haben. Wenn man dann später irgendwann mal Charmeur hat, ist es viel, viel einfacher. Ist nicht besonders schwer. Finde ich. Die Herausforderung ist dann eher alle 100 Kugeln zu haben. Ja, alle 100 des Gegners natürlich. Und seinen eigenen. Ja, keine Ahnung, wie du verlieren konntest, Heiner. Und der Gewinner ist Roxas! Auch auf Freundschaften nimmt er beim Struggle keine Rücksicht. Heiner hat sich aber auch wacker geschlagen. Guter Witz. Unglaublich. Ich hab verloren. Ich war dir ein guter Lehrer. Unser Kampf hat mir echt Spaß gemacht. Also mir nicht, du Schlaumeier. Dann gebe ich dir was von meiner guten Laune ab. Behalt die ruhig für dich. Aus dem Weg. Hast du es eilig zu verlieren? Hey, hier spielt die Musik. Die Luft vibriert förmlich. Cypher hat wohl nicht damit gerechnet, gegen einen seiner eigenen Jungs anzutreten. Seit wann ist Vivi denn so stark? Oh.
weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber der Sieger ist Vivi. Nach dem Niederschlag kam er aus dem Nichts und hat den Sack zugemacht. Hey. Das ist nicht Vivi. Hä? Mach ihn fertig. Na klar, immer doch. Wie es aussieht, tritt Cypher im Match um den dritten Platz nicht an. Dann bin ich automatisch Dritter? Klasse! Weil es auch so toll ist. Dann Zeit für das Finale. Ich bin bereit. Ich will einen fairen Kampf sehen. Oh, wie langweilig. Jetzt kommt das Finale, also schnallt euch an. Roxas gegen Vivi. Sachen. Wow. Wieso kann der seinen Knüppel so groß machen? Ist nicht gerade fair. Ja, ich habe gewonnen. Sehr schön. Und wieder mal wird die Zeit angehalten. Und Vivi zeigt sein wahres Gesicht. Schon wieder so einer. Wenn sie sich auch mal einen anderen einfallen lassen können. Ja, ja, müsst ihr diese Gegner besiegen, wie immer. Und Angriffskraft nach oben. Sehr schön. Muss nicht mehr ganz so oft drauf knibbeln. Und die Kutte ist wieder da. Mein lieber Roxas, du hast es immer noch drauf. Das klingt anders. Du erinnerst dich wohl nicht, was? Ich bin's. Genau, Axel.
Axel? Ein Härtefall von Amnesie. Was machen wir denn da? Tja, die Dämmerlinge kommen dir jedenfalls nicht bei. Warte, erklär mir, was hier vor sich geht. Diese Stadt ist sein Werk, kannst du mir folgen? Wir haben also keine Zeit für ein Frage- und Antwortspiel. Du kommst mit, meinetwegen auch bewusstlos. Dann können wir reden. Muss das sein? Anscheinend nicht. Was ist hier los? Huh? Nummer 13, Roxas, der vom Schlüsselschwert Auserwählte. Okay, gut, dann kämpfen wir eben. Na super. Gucken, ob ich das beim ersten Mal hinbekomme. Schon besser. Hat geklappt. Wunderbar. Du also. Roxas! Dieses Mannes Worte sind Unsinn! Roxas! Lass dich nicht von ihm täuschen! Roxas! 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 Eine Kutte und eine Mumie. Heiner! Vince! Oled! Heiner! Vince! Oled! Ein interessanter Zauberspruch. Was? Was ist da passiert? Was mache ich denn hier? Roxas! Roxas, meine Damen und Herren! Der Sieger heißt Roxas! Roxas? Jetzt geht's! Der hat auch keine Chance. Ich speichere lieber vorher. So, und Reflektor gönne ich mir auch noch. Bin hier gar nicht so. So, jetzt bin ich bereit. Nicht vergessen, schön fair kämpfen. Ihr seid die Spitze und damit Vorbilder. An der Spitze ist nur Platz für einen. Na, möge der Bessere gewinnen. Sag,